Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zur XCOM 2, wo wir heute ein paar Aliens in die Arsche treten werden, hoffe ich. Wir müssen nämlich Kontakt haben wir schon hergestellt, oder? Nein, haben wir noch nicht. Wir müssen den Kontakt noch beenden. Das dauert noch ungefähr einen Tag oder ein paar Stunden oder sowas nach Nordamerika, während der Counter für das Avatar-Projekt gegen uns läuft. Und Low Intel Powered Capacity Unused Delirium Course. Ja, ich weiß, was soll ich machen? So, wir gehen hier raus und stellen hier den Kontakt her. Ist gleich fertig. Und dann müssen wir hier in den nächsten Einsatz. Und danach müssen wir uns unsere Versorgungsgüter abholen. Und dann gleich weitermachen mit der nächsten Facility. So, 40 Supplies, okay. So, und wir werden hier loslegen. 15 Gegner haben wir hier. Ein Andromedon, Elite Trooper, Elite Shieldbearer, Elite Officer, Heavy Lancer, Sektoids, Archon und Viper. 15, okay. Gut, das sollte machbar sein. Operation Nightsteed. Und nebenbei haben wir natürlich auch Stürme. Das wurde hier so ein bisschen verschwiegen. Wir können uns leider keine neue Ausrüstung leisten. Aber ich denke, wir sind mit der Ausrüstung so ganz gut aufgestellt erstmal. Wir haben jetzt den Nano-Med-Kit, das heilt uns ein bisschen mehr. Falls wir es denn brauchen, in letzter Zeit haben wir es nicht so viel gebraucht. Ich würde sagen, wir legen einfach los, ne? Aber wir können vorher noch mal gucken, was uns so eine... Also Plasma Boltcaster kostet uns 180 Supplies. Oh, da wird es langsam teuer. Plasma Rifle kostet uns 500 Supplies. Ist dann nur für einen Soldaten, ne? Mehr benutzen es bei uns nicht. Power Shadow gibt auch 125 Supplies. Was haben wir denn hier noch? Ach, die Fusion Blade kostet uns auch 200 Supplies. Also den ganzen geilen Scheiß können wir uns hier überhaupt nicht leisten. Oh, die Illyrium Phasenkanone. Oh, das ist alles teuer, ne? Wir brauchen so langsam auch mehr Illyrium auf jeden Fall. So, einmal zurück. Wir starten die Mission einfach so. Einfach, sage ich. Na, mal schauen, wie einfach das wird. Sky Ranger deployed. So, 3 Tage hätten wir noch Zeit. Da müssen wir es nicht drauf ankommen lassen. Ja, beim ersten Mal hatten wir bequeme 21 Tage, als dieser Counter losgelaufen ist. Und die letzten beiden Male... Intel from the Resistance suggests this facility is conducting research critical to the Avatar project. Once in position, approach the designated target and plant the X4 charges. Once they're armed, move to minimum safe distance and level that facility. Also, das ist jetzt schon der dritte Counter, gegen den wir hier spielen. Und die letzten beiden Male war das nur noch bei 6 Tagen und ein paar Stunden. Was natürlich mega wenig ist. Oh, da kommen wir, seilen uns ab. Wo ist denn Kilian? Haben wir gar nicht gesehen, gerade beim Absprung. Target coordinates are locked in. Move to designated position and place the X4 charges. Okay, wir sind getarnt. Wir müssen uns nicht um Alien-Herrscher kümmern. Die haben wir alle schon ausgeschaltet. Wir gehen vielleicht hier... Wir haben kein Zeitlimit, ne? Das heißt, es würde wahrscheinlich Sinn ergeben, hier links über dieses Ding zu gehen. Da haben wir eine ganze Menge hohe Deckung. Ansonsten könnten wir auch rechts hier diese Bäume ganz gut benutzen. Die stehen ein bisschen weiter auseinander. Ich lasse... Boah, wir können richtig weit vorrennen, wenn wir Bock drauf haben. Habe ich aber nicht. Ich lasse einfach mal ganz unauffällig hier Kilian vorgehen. So, nichts zu sehen. Ja, sammeln wir uns erst hier? Ich meine, nach hier vorsprinten ist vielleicht ein bisschen wahnsinnig. Ja, komm mal nach vorne gerannt, Ugrutz.
in diese Senke rein. Das könnte uns einen ganz schönen, einen interessanten Vorteil geben. Ich werde Nobunaga-san einfach hier so ein bisschen unsere rechte Flanke beschützen lassen. Damit wir da ein Auge haben auf die rechte Flanke. Okay. So, Jonas. Jawohl. So, und Sebi, den lassen wir hier noch in Overwatch gehen. Heading out. Scanning. Scanning Gebiet. Von links habe ich was gehört. Soll ich vielleicht einfach mal so einen Sensor hier nach links werfen? Mal sehen, das hier ist alles nur niedrige Deckung leider. Ich lasse Torben einfach mal hier hinlaufen. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. So, dann stellen wir fest, dass wir nichts sehen. Ja, hier an der Brücke werden irgendwo Typen sein, denke ich mal. So, dann soll er mir hier mal so ein bisschen in dem Bereich ein bisschen Aufklärung. Ah, das ist ja ein Dromedon. Gut zu wissen. Klingt. So, da sehen wir aber wenigstens gleich, ne, wie weit der gucken kann, der Typ. Und stellen fest, ja, so weit ist es eigentlich gar nicht. Was ist denn das zweite da? Ein Turm. Kommen wir gar nicht in Sichtweite. Eigentlich müssten wir von hier aus Sicht haben. Keine Ahnung. Okay, bin unterwegs. Ich lass Ugruz einfach mal dahin sprinten. Feindlicher Trupp geortet. Ja. Er hat Sichtkontakt. Da steht noch einer. Okay, also Sichtkontakt zum Turm hat er. Und zu diesem Elite Trooper. Tja, wohin, Leute, wohin? So, Kilian, sag ich, Torben kann sich nicht mehr bewegen. Der hat sich schon maximal bewegt. Ja, versuche ich hier so viel hohe Deckung wie möglich mitzunehmen. Für alle. Und dann müssen wir irgendwie diesen Andromedon ausschalten. In Ordnung. So, das hier sollte Granatenreichweite sein, auf jeden Fall. So, Kilian kommt hier hintergerannt. Und jetzt müssen wir Nobunaga-san natürlich hier irgendwie rankriegen. Hier hin, hier vorne hin. Wir lassen ihn mal hier vorne hin, der soll sich dann ja nah ranschleichen beim nächsten Mal. Oh, da ist noch ein Shieldbearer. Okay. Got it, moving. Den dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Bitte Feuerschutz. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier das Überraschungsmoment für uns nutzen können. Andromedon ist weggestampft. Ne, der ist noch da. Okay, die beiden Typen sind auch noch da. Das würde ja förmlich nach einer Rakete gerade schreien. So, aber da nehmen wir nicht die Rakete von Nobunaga-san, sondern... die Rakete von Kilian. Aber wenn wir hier das so in die Luft sprengen, ne, dann haben wir eine ganze Menge auf jeden Fall erwischt. Oh,
Oder wollen wir das Ganze mit einer Säuregranate starten lieber? Oh ja, ich glaube, ich nehme die Säuregranate. Und ich glaube, wir sind auch soweit, oder? Der Andromedon ist, glaube ich, immun gegen Säure. Hier, fang! Da müssen wir gleich mal schauen, ob das dem wenigstens von außen Rüstung wegfrisst. Ja, die Explosion frisst dem Rüstung weg. Sehr schön. Ja, die sehen uns. Echt jetzt? Ein kleiner Turm. So, da ist der Andromedon. Ich glaube, den werden wir gleich einfrieren. Könnte ich mir vorstellen. Und da der Andromedon hier tatsächlich der heftigste Gegner auf dem Feld ist. Was ist denn der Typ hingerannt da hinten? Okay, den kriegen wir mit rein. Tatsächlich der heftigste Gegner auf dem Feld ist, wäre es auch nicht schlecht, hier unsere Rakete zu benutzen. So, wir aktivieren den Overdrive. Und ich denke, wir werden den Andromedon dann einfach einfrieren müssen. Und um den Turm, da müssen wir mal gucken, wie wir den Turm loswerden. Ich drehe mich mal gerade so rum, damit ich hier sehe, wie ich den Typen am besten erwische. Ja, so sieht gut aus. Wollen wir ihm noch ein bisschen Deckung klauen? Bringt das was? Den Turm kriegen wir sowieso nicht mit rein. Ja, dann klauen wir ihm hier einfach Deckung. So, Feuer frei. Unsere Rakete. Weg ist sie. So, der Shieldbearer, der dürfte jetzt austicken, denke ich. Also der dürfte eine Säure krepieren. Ich finde 75% gar nicht so schlecht. Wir könnten diesen Turm hier. Ein super schwerer Turm. Stand da gerade super heavy turret. Das erklärt natürlich, warum der so fies viel Lebenspunkte hat. Können wir den von hier aus sehen? Angeblich nicht. Aber U-Boots hat doch auch Sichtkontakt zum Turm, oder? Niemand mehr Sichtkontakt zum Turm? Doch. Nur Nogasan hat Sichtkontakt zum Turm. So, wenn ich Nobu Nogasan jetzt so ein bisschen wegbewege von hier, dann werden wir an den Turm los. Ich bewege ihn mal nach hier links, um auf Nummer sicher zu gehen, dass der Turm uns garantiert nicht sieht. Nicht hier, dieses Ding hier ist wahrscheinlich im Weg, denke ich mir. Und dann tickt der Turm vielleicht sogar zu Tode an der Säure. Okay, da sehen wir den Turm auf jeden Fall nicht mehr. Rutz. Ich würde Ugruz gerne einen Kill spendieren. Critted für 11 Punkte, okay. Es lohnt sich jetzt nicht mit Ugruz da drauf zu schießen. Ich werde hier einmal mit der Pistole schießen. Auf den Andromedon, der stirbt dann hoffentlich. Das war ein Crit für 5 Punkte. Sonst machen unsere Crits ja immer nur 4 Punkte. So, jetzt lebt der Typ wieder. Für 70%. Okay, ist nehmbar. Sehr schön gemacht. So, warum? Doch, wir können ihn sehen. Wir kriegen ihn nur nicht tot, wenn wir das so machen. Jonas könnte hier nochmal drauf schießen.
Für 7 Punkte? Ja, ist okay. So, und jetzt. Gut, hast du noch einen. Ja, hat er. Oh, kurz könnte auch Skull meinen da drüben. Ja, da sind wir direkt links des Turms, ne? Aber so ein Skull meinen wäre nicht schlecht gerade. Oh Mann, eigentlich. Aber da hinten sieht uns wirklich der Turm. Ah, wir finden bestimmt noch jemanden zum Skull Mine. Und wir erledigen erstmal ihn hier. Ziel neutralisiert. Mit einem wunderschönen Schuss. So, Nobunaga-san. Ja, erledige den einfach. Und er hat was fallen lassen. Ach, Torben habe ich da hinten ganz vergessen. Na Mensch. Wohin, Torben? Wohin? Hierhin. Ist es auch sicher? Nein. Nirgendwo. Oh, irgendwas Dickes ist da drüben noch. Es dürfte nichts Dickes mehr auf der Karte sein, ne? Max waren nicht angezeigt. So, das waren jetzt die ersten drei Gegner auf jeden Fall. Bin dabei. Obi-Wan. Zwei Schaden nur? Oh. Da zählt also die Rüstung mit rein. Oha. Die haben uns gesehen von da hinten aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Zu wem haben wir denn Sichtkontakt? Zu Nobunaga-san? Ach, der Offizier, der kann ganz schön viele Leute sehen hier. Eieieiei. Aber wenn wir den Offizier ausschalten und Nobunaga-san ein bisschen zurückziehen. Ja, der Rage Strike, der ist mir auch noch ein Rätsel. So, mal gucken. Achso, wir können natürlich auch eine Blendgranate hier werfen. Gegen die komischen Nahkämpfer ist es super. Aber da sind zwei normale Elite Trooper dabei. Gegen die bringt das nicht so viel. Okay. Also wir müssen das Türmchen ausschalten. Ich kann das Türmchen nicht erwischen mit Sebi plötzlich auf einmal. Warum auch immer. Oder wir lassen uns einfach ein bisschen zurückfallen. Da hinten sieht er uns immer noch. Hier nicht mehr. Nobunaga-san könnte sich ja einfach hier hinter Killian verstecken. Ach, hier sieht er auch noch. Mensch, das kann doch nicht sein. Warum kann der Typ so weit gucken? Ah, 86%. Aber den können wir auch so sehen. Also da könnten wir auch zwar mit der Pistole drauf schießen, theoretisch. Das sind aber nur 66%. Das gefällt mir nicht so gut. So, und dann ziehen wir uns hier ein bisschen zurück. Erledigen den Typen. Und lassen dann den Rest ein bisschen auflaufen. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, bin unterwegs. Sehr schön. So, Fuse. Können wir den in die Luft jagen? Wir können ihn in die Luft jagen. So, 6 Damage. Das ist ordentlich. Damit steht er jetzt nackend dort. Hm,
Ja, müssen wir zurückziehen. Er hat nämlich noch jemand anderen im Blickfeld. Ich rücke aus! Sehr schön. So, und dann kannst du ein Aid-Protokoll für Sebi spendieren. Der trifft hoffentlich. Wenn der Gegner dann vorgerückt kommt. So, Nobunaga ist dann, wie gesagt, nach hier hinten. Macht sich unsichtbar. Geht der Overwatch? Ich lasse ihn mal gerade noch ein bisschen. So, 90% sind es jetzt, weil wir ihn nackig gemacht haben. Mit dem Fuse von Torben. Deswegen liebe ich den Fuse, ne? Man kann damit einfach beliebig oft in der Mission Deckung wegballern. So, wir müssen doch eigentlich noch eine Aktion haben, ne? Wir haben noch Salvo. Ach, das Ding zählt nicht als Heavy Weapon. Okay. Na gut, mein Ding. So, dann können wir Kilian hier einmal nachladen lassen. Und dann geht er gemütlich in Overwatch. Nobunaga ist dann auch in Overwatch. So, das müsste die letzte Runde Säure gewesen sein. Genau, hier unten steht's auch. Was haben wir da? Fehlschuss. Ich habe gar nicht gesehen, worauf. Ah, Kilian schießt er auch daneben. Und Sebi hat gar nicht geschossen. Sebi hat gar nicht geschossen und deswegen kriegt Kilian jetzt den Schuss ab. Oh, der kriegt Panik. Na gut, Sebi hat eh verfehlt. Nice. Schießt er direkt auf seinen Kumpel. Der Typ brennt nochmal. Die Säure. Und da hat aber unser Intimidate endlich mal geklappt. Die rennen hier alle freiwillig durch die Säure, die Krippen. Oh, natürlich machen die einen Crit. Wow. So, Intimidate fehlt. Natürlich. Okay, so, und jetzt werden wir hier nach vorne gehen. Und hier von diesem Feld aus einen Skullmine benutzen. Klinke mich ein! So, 86% für den Small Intel Cache nehmen wir mit. Das müssen dann wieder so 20 Intel oder sowas sein. So, mal, damit haben wir einen Elite-Typen schon mal ausgeschaltet. War auch relativ teuer. So, okay, dann bewegen wir hier auf die Flanke raus. Eine Superior Laser Sight. Das ist natürlich cool. Ich weiß nicht, ob Nobunaga-san schon Superior drauf hat oder noch nicht. So, Torben, kannst du noch jemanden in die Luft sprengen, ist die Frage. Von hier aus siehst du alle. Da können wir das mal rausfinden. Fuse, na, wen? Ja gut, dann lieber den hier drüben. Ach, hier liegt auch noch einer. Ja, dann nehmen wir natürlich den. Da sprengen wir zwei Leuten die Deckung weg. Und ja, das hört sich gut an. Der Stunlancer dürfte sowieso zu Tode ticken, denke ich, ne? Aber der Typ hier könnte tatsächlich überleben. So, 79% auf den Turm. Das nehmen wir. Ja, das nehmen wir. So, okay. Dann muss Jonas den Turm übernehmen.
trifft zu 100%. 4 Damage nur. So, und ich will nicht allzu weit nach vorne rennen. Aber wir müssen hier noch so ein bisschen schießen. Ein bisschen Feuer müssen wir noch auf den Gegner einwirken lassen. Wie sieht es mit Sebi aus? Wie weit kommt denn der? Nach hier vorne. Okay, da vorne ist super. I'm on it. So, da müssen wir mal gucken, was Nobunaga-san hier ausrichten kann. Hope it's worth it. Ja, hoffe ich auch. 92%, der ist uns relativ egal. 85%, 81%, ja. Dann schieß mal auf den. Oh. Missed. Ja. Okay, Sebi, wir brauchen hier Lightning Hands. So, und kriegen wir den Turm jetzt tot oder nicht, ist die Frage. Der Turm brennt nämlich nicht mehr wegen der Säure. Die anderen kriegen mindestens 3 Punkte Damage. So, und hier machen wir 3 bis 4 Punkte Damage. Da überlege ich mir gerade, ob ich echt zweimal schießen sollte oder ob ich das Risiko eingehe. Na, ich feuere einfach so. 4 Punkte, okay, sehr gut. Puh. So, hat Sebi sich jetzt damit eine Beförderung verdient? Was? Nur 2 Punkte? Die müssen doch eigentlich 2 Bonus bekommen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Kein Bladestorm. Sebi kriegt richtig einen ab. Habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Verdammt. Ah, okay. So, das wird jetzt erstmal eine Chill-Runde für uns. Oh ja! Gremlin hier. Für Sebi, wie viel heilen wir denn? 6 Punkte, okay. Zusammenflicken! Da müssen wir uns so ein bisschen Gedanken um Kilian machen. Den hat es ja richtig erwischt gerade. So Leute, Position halten, nachladen alles. Und dann können wir gleich ganz in Ruhe vorrücken. Wir müssen nur ein bisschen auf Kilian aufpassen. Das heißt, den vielleicht nicht unbedingt als Scout benutzen. So, Jonas auch in Overwatch. Der muss nicht nachladen. Das ist ganz praktisch. So, Torben lassen wir einfach nach hier vorne mitkommen. Der muss auch nicht nachladen. So, Sebi kann auch einmal nachladen, einfach aus Spaß. Man weiß ja nie, wann man das Gewehr mal braucht. So, irgendwas trampelt da rum. Ich weiß gar nicht, was das noch sein soll. Max haben, glaube ich, nicht mitgespielt. Ne? Irgendwo ist da auch noch ein Turm. Na gut, das finden wir raus. Allerdings erst in der nächsten Folge, Jungs und Mädels. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.